So, da ist er wieder. Und weiter geht's, würde ich sagen. Hier rein wollten wir. Guck, wie stark dieser Mandalorianer ist. Hallo, Captain? Dann machen wir das halt so. Der Druide hier, dieser Gefecht, die Unterstützungsdruide, der macht ja fast alles alleine. Da lang. Sieh an, sieh an. Ich hatte mich schon gefragt, wann ihr endlich auftauchen würdet. Das ist alles? Mehr sind nicht gekommen? Ach komm, Großmut. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Beschert mir nur einmal einen anständigen Kampf, geht das? Vaporisieren wir diesen wertlosen Abschaum und dann zurück an die Arbeit. Für Loot dabei. Erster Offizier Haken, habt ihr irgendwelche Reservefähren im Hangar? Reservefähren? Ja, haben wir. Aber... Das ist unsere einzige Chance. Ihr müsst auf Groß Moff Kilrans Schiff und den Fangstrahl ausschalten, damit wir entkommen können. Na klar, ich gehe zum Feind aufs Schiff. Wenn die Leute auf diesem Schiff nur so zu retten sind, dann tue ich es. Wir verlassen uns auf euch. Ich kenne Kriegsschiffe wie Kilrans. Die Fangstrahlsteuerung sollte leicht zu finden sein, wenn man weiß, wonach man sucht. Botschafterin, ihr seid mit dem Aufbau vertraut. Vielleicht solltet ihr mitfliegen und bei der Deaktivierung helfen.
Wir brauchen jeden erdenklichen Vorteil. Es wäre gut, wenn ihr mitkommt, Botschafterin. Ich tue mein Bestes, um euch zur Seite zu stehen. Botschafterin, bevor ihr geht, nehmt euch eine Uniform. Schließlich sollen euch die Imperialen nicht erkennen. Guter Vorschlag, Commander. Danke. Dann wollen wir mal. Viel Glück da draußen. Wir alle zählen auf euch. Oh ja. Kriegen wir schon hin. Wo sind die jetzt? Die soll da mitkommen. Okay. Wo muss ich lang? Wieder dahin. Hier lang. Bin ich hier richtig? Moment mal, ich muss hier rein. Ach, da ist noch ein Computer. Hey, wartet eine Minute. Ich muss mit euch sprechen, bevor ihr geht. Ich habe eben mit Salin aus dem Technikbereich gesprochen. Er hat mir erzählt, wozu euch Azara da unten bringen wollte. Danke, dass ihr sie aufgehalten habt. Sie tat nur, was sie tun musste, um das Schiff zu retten. Und sie hätte viele gute Leute umgebracht, wenn ihr sie nicht aufgehalten hättet. Danke. Hört zu, ich habe nachgedacht. Ich glaube wirklich, dass dieser Plan funktioniert. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass wir alle sicher nach Hause kommen. Wir dürfen den Imperialen keinen Grund geben, uns zu verfolgen. Was genau gibt es zu sagen? Ich möchte, dass ihr Azara auf dem Schiff des Großmoffs zurücklasst. Nö. Da der Fangstrahl deaktiviert ist, können wir entkommen. Aber Kilran wird uns wieder aufspüren. Es sei denn, er hat seine Beute schon gefangen. Solange Azara auf diesem Schiff ist, sind alle an Bord in Gefahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es satt, unser aller Leben für diese Frau zu riskieren. Ich habe die Ingenieure nicht geopfert, um uns zu retten. Ich werde auch Azara nicht opfern. Denkt doch mal nach. Ich würde euch auch die Mühen vergelten, wenn es nach meinen Vorstellungen läuft. Wie dem auch sei, ihr brecht besser auf. Ich habe euch schon zu lange aufgehalten. Viel Glück. Jetzt muss ich ja doch hierher. Willkommen auf unserem Markt, potenzieller Kunde. Oh, warte mal. Oh, okay, gibt's nichts Interessantes. Das sind wieder XP. Die werden auf jeden Fall verkauft, genauso wie die Sachen. Boah, das
das denn alles Geschenke hier? Oha! Ja, das auf jeden Fall. Das wird verkauft. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und das kommt auch hin. Das wird verkauft. Ja, komm, wir rüsten. Was habe ich denn jetzt alles ausgerüstet? Zwei davon. Zwei davon. Passt. Wir hoffen, dass unser Inventar Ihren Wünschen gerecht wird. Was ist denn das? Achso, nee, das behalten wir mal. Das und das. Dann kaufen wir einmal das hier. 100.000. Mittlerer Einfluss. Vielen Dank. Scheiße, ah, jetzt habe ich das verkauft. Egal. Das nicht, das auch nicht, aber die kriegt er noch. So. Gut. Na dann. Wir müssen uns beeilen. Oh Gott. Schon mal erledigt. Da war keiner mehr. Eigentlich könnte ich doch eine Stunde, 25%, hier komm, scheiß drauf. Ein paar XP sammeln. Thank you.
Davon. So, 30 von 30 erledigt. Ich muss da hoch. Hier looten. So. Looten. Den da. Siege die imperialen Truppen. Nun, ich habe ja schon ein paar unglaubliche Dinge gesehen. Aber ihr seid wahrhaft Platz 1 auf der Liste. Verzeiht, dass ich euch nicht persönlich begrüßen konnte. Hättet ihr mir doch gesagt, dass ihr vorbeikommen wollt. Wir sind nicht hergekommen, um zu reden, Kilvar. Ihr macht mich traurig. Auch meine Herzlichkeit hat ihre Grenzen. Meine Männer werden bald hier sein, um euch zu der von mir arrangierten Unterkunft zu begleiten. Eure Männer können uns nicht aufhalten, Kilran. Ihr überschätzt eure Chancen enorm. Eisenfaust war weder die einzige Waffe in meinem Arsenal, noch die tödlichste. Auf bald. Kommt jetzt ein Sith oder was? Den klatschen wir natürlich weg. So, 11 von 40. Oh, da gibt's ja noch mehr. Ja, stimmt, und da muss ich auch hin, also gehen wir erstmal noch die hier wegballern. So. Ja.
Okay, ich kämpfe gegen Schade. Ich muss noch 9 bekämpfen. Jetzt nur noch 6. Tauchen hier auf. Da ist der Bonus. Okay, den gönnen wir uns natürlich. Die anderen lassen wir mal stehen. Da. Das ist verzweifelter Angriff Bonus, das ist auch Bonus und das ist dann das, okay. Thank you.
wieder ein Geschenk. Warte mal, das sieht mir alles aus wie Sith-Sachen. Die kommen dahin. Ah, okay, der ist dort. ISS 994, das ist aber ISS 7. Ach komm, scheiß drauf, was soll's. Misch das Ding einfach weg. So, wir müssen aber zu dem anderen. Zu dem da. Kann ich hier rüberspringen? Scheiße. Kraft geht wieder ein bisschen runter. Ja, müssen wir noch hier oben deaktivieren. Und jetzt da lang raus. Ich habe gemerkt, dass die Sache aus dem Ruder läuft. Ihr lasst mir wirklich wenig Auswahl. Noch mehr.
Ja. Ach nee, der kommt wieder so hin. Ha, hab dich im Laufen. Jetzt greift der Unzertrop an. Mann. Uns ja doch alle angegriffen, die Schweinebacken. Und es hört einfach nicht auf. Schon? Ey, du sollst mein Begleiter werden. Ich möchte nichts Drastisches tun, doch ich muss. Geht auf. Sofort. Ja. Ach, du willst was Drastisches tun, aber alles, was mir hier entgegenkommt, ist... Ja... Na gut, warte mal, wo muss ich lang? Warte, was? 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 Okay. Oh. SZ. Hä? Okay. Ich muss das mal umbelegen, ne? Einstellungen. Steuerung. SZ. SZ. Wo ist SZ? Wo ist SZ hier? Jetzt dürfte nichts mehr passieren. Doch, Gefährten und Kontakte öffnet sich damit. Hä? Interface habe ich doch jetzt rausgenommen.
Nee, hier. Anwenden. Aber jetzt müsste es auf weg sein. Ja. Gut. Ich bin's langsam leid. So, du lässt uns keine andere Wahl, okay. Ich ahne es, wenn ich da hin muss, dort das Traumschiff ist, dann kommen hier gleich 100.000. Das sind 5. Das sind einfach nur 5. Gegrüßt. Endlich. Ein echter lebendiger Jedi. Wie sehr habe ich mich darauf gefreut. Ein wahrer Sith hält's nicht lange ohne echte Herausforderung aus. Es mussten schon viele Männer ihr Leben lassen. Der Tod wird mich niemals überraschen. Ich bin der Tod. Einen gefährlichen Feind zu zerstören, das ist der Weg eines wahren Sith. Wenn ich euch das Herz aus der Brust schneide, werden eure Jedi-Gefährten eure Niederlage spüren. Und mein Meister auch. Wendet euch von der dunklen Seite ab. Helft uns, die Leben Unschuldiger zu retten. Diejenigen, die nicht stark genug sind, durch ihre eigene Hand zu überleben, verdienen den Tod. Die Macht der dunklen Seite ist unendlich. Seid ihr bereit für die Vergessenheit? Ja. Ich hatte gehofft, ihr würdet diesem Wahnsinn den Rücken kehren. Ich hatte auf einen Jedi gehofft, der eine echte Herausforderung ist. Dann wart's mal ab. Was ist da gerade? Nee.
laden die Batterien unseres Haupttürbolasers auf. In ein paar Augenblicken werden euer erbärmliches Schiff und eure erbärmlichen Freunde nur noch schwebende Türmer sein. Aha. Oh. Na los, ab in die Fähren, wir müssen uns beeilen. Wenn wir schnell genug starten, können wir es vielleicht schaffen. Seid ihr bereit? Ich bin genau hinter euch, Botschafterin. Hoffen wir, dass Haken den Hyperantrieb bereit gemacht hat. Na los! Mal ganz kurz raustappen. Ja. Alles gut. Mal wieder der Druide hier gerade mit mir reden. Tatsache. Wir reden dann gleich. Carlos. Boah, das sieht aber einfach nur geil aus, ey. Boah. Alle sind an Bord, Plex. Bringt uns hier raus. Los. Geschafft. Wir sind sicher. Das hätte niemand außer euch gekonnt. Ihr habt uns gerettet. Wir alle verdanken euch unser Leben. Im Namen der Passagiere und Crew des republikanischen Transporters Aeselis. Danke. Es war mir eine Ehre, euch alle zu beschützen. Wärt ihr nicht gewesen, wären wir alle verloren. Wir verdanken euch alles. Ich habe bei allen auf dem Schiff gesammelt. Hoffentlich könnt ihr mit diesen Credits anderen in Not helfen. So wie ihr uns gerettet habt. Bitte, behaltet die Credits. Ihr werdet sie dringender brauchen als ich. Das ist sehr großzügig von euch. Ich danke euch sehr. Ist aber so. Botschafterin Azara, wie schön, dass auch ihr wohlbehalten zu uns zurückgekehrt seid. Schön, wieder hier zu sein, Haken. Nur gut, dass alles endlich vorbei ist. Wir sind endlich sicher. Ich möchte euch noch einmal für alles danken. Helden wie euch findet man nicht oft. Und die Republik braucht jetzt mutige Leute. Die Jedi sind immer da, wenn jemand in Not ist. Die Republik kann froh sein, auf euren Orden zählen zu können. Ich muss euch aber warnen. Groß Moff Kilran wird nie vergessen, was wir getan haben. Für seine Rache schreckt er von nichts zurück. Hier. Klingt, als sollte ich ab sofort lieber wachsam sein. Das wäre weise. Es gibt nichts, wozu Kilran nicht fähig wäre. Aber genug davon. Wir alle sollten uns nun entspannen und den Rest der Reise genießen. Danke nochmals. Und viel Glück für die Zukunft. So. Ich schieße den Flashpoint ab. Kurs nach Kurs fahren, wieder aufnehmen. Ja, Kurs sagt.
Mission abgeschlossen. Was the fuck war mit dem los? Ach, das ist eine Sith, oder? Kann das sein? Eine Jedi-Gelehrte. Ey, ich will auch so eine haben. So eine Begleiterin. Die ist süß. Mann. Jedes Mal suche ich das. Nein. Bei B? Nee, nicht bei B. Nein. Hä? Das war's auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Festung haben wir keine. Missionslogbuch war's auch nicht. War es alles nicht, man. Oh, ich will meine kleinen Freunde wieder dabei haben. Ach, hier Haustiere, Fähigkeiten. Mann, Mann, Mann. So. Hab ich jetzt hier was Neues? Haha, geil, das nehme ich. Ja, das nehme ich, das passt zu mir. Oh, toll, jetzt muss ich auf T7 warten. Na gut, dann setze ich mich hier so lange hin und mache eine kleine Raucherpause, bis T7 wieder da ist und wir hören uns gleich wieder. Rockstar, Dancer, Killer, Dropper.